Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat. Ja, was ist das letzte Mal passiert? Wir haben es noch einmal versucht, das Event von Dex zu beenden. Hat aber auch nicht gereicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir, um dieses Event zu beenden? Leistungstuning kann ich nicht mehr machen. Dazu fehlt mir das nötige REP. Selbst bei dem anderen Auto, haben wir ja schon geguckt, da müsste ich es wahrscheinlich nochmal komplett neu tunen. Dazu hat mir das Geld gefehlt. Jetzt hatte ich ein bisschen Geld. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Nacht und sammeln ein bisschen REP, dass wir ein bisschen mehr freischalten bei dem Leistungstuning. Und dann versuchen wir es eventuell mit dem neuen, mit dem anderen Auto, mit dem Nissan oder neben dem Mazda war es. Und versuchen es dann damit. Ist ja Herausforderung von Dex. Denn dieses Auto ist schon ein bisschen älter. Es wird mal Zeit für ein neueres Auto. Sonst kommt man hier ja nicht voran. Denn der Mazda hat von Haus aus schon 145, vielleicht ist der von Anfang an auch schon ein bisschen schneller wie der. Dass man es da eher schafft, es zu gewinnen, als mit diesem Auto. Aber zuerst würde ich sagen, gehen wir mal in die Nacht. Du solltest nachts auf den Straßen. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, jetzt wieder auf die Polizei. So. Ich hab gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Ja, ich wollte auf die Karte. Dann fahren wir mal dahinter, würde ich sagen. Ein Sprintrennen, Wüstengott. Na, das kann ja nicht so lange gehen, was? Das ist ja nur ein Sprintrennen. Hör zu, wenn du in die League bist, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Troll vom ersten Abend. Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. So, vom Kampagnenteam muss ich REP Stufe 7 erreichen. Ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Ist da auch ein Cop? Versuchen wir mal so irgendwie da ranzukommen. Dem Cop etwas aus dem Weg zu gehen, aber ich glaube, so komme ich nicht dahin, oder? Da kommt schon wieder ein Cop. Schön langsam an dem Cop vorbeifahren. Was ist denn das für eine komische Ausfahrt aus einer Autobahn? War bestimmt falsch, aber was soll's. Wenn das Navi das so sagt. Machen wir das, da ist das Sprintrennen. Halt! Das war schon ein bisschen zu weit gefahren. Sprintrennen, das ist nicht lang. Das allererste Sprintrennen, glaube ich. Und jetzt heißt es natürlich auch wieder auf die Cops aufpassen. Aber dieses Sprintrennen sollte ich, denke ich mal, gewinnen. Da kommt schon ein Korb. Und da sind wir auch schon in der Verfolgung. Das Rennen ist gerade mal 10% alt und dann kommt schon die Cops.
Oh, die Verstärkung kommt. Aber ich entkomme. Ich bin entkommen. Trotzdem sind sie immer noch hinten dran. Ich sehe sie doch. Das Auto ist ja schon nicht langsam, ne? Aber... Trotzdem schafft es irgendwie nicht, das Rennen von Dex zu beenden. Die Handbremse war gerade mal auch falsch. Dermaßen in die falsche Richtung gegangen. Zu viel gedriftet. Jetzt müssen die Kopf schon langsam abreißen, aber ich glaube, die verfolgen gerade auch eher die anderen. Aber hier kann ich mich gut durchsetzen. Bekomme die RP, die ich dafür auch bekomme. 1330 REP. Ja, was haben wir hier noch? Was haben wir da oben? Noch ein Sprintrennen. Machen wir doch da auch mal hin. Aber da kommt ein Korb. Geschickt den Kopf mal aus dem Weg gehen. Ich hoffe, ich komme an bis zum Sprintrennen. Bräuchte noch 2125 REP, dann wäre ich die REP Stufe 7. Und dazu müssten mich die Cops aber nicht bekommen. Weit gefahren. Muss da lang gehen, da kommt Korb. Die Cops sind hier echt in der Nacht sehr, sehr aufmerksam. Aber verständlich, denn die wollen ja in der Nacht keine Rennen hier sehen. Aber selbst am Tag ist man nicht sicher. Kaspisches Monster heißt das Sprintrennen. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel App EP man dafür bekommt. Aber hier sehen wir jetzt mal die ersten Sprintrennen. So gibt es hier quasi zwei Stories. Einmal die Racing Story und einmal die Kampagnen Story. Geht mir aus dem Weg. Weg da.
Mein erster Platz, meine RIP. Schon wieder die Cops auf dem Radar gesehen. Oh, wow, 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 wow. Wo ging das denn hin? Das war mal nix. Hoppala. Okay, ich glaube, das wird nix. Oh, da werden sie verfolgt. Solange ich nicht bin, ne? Der hier verfolgt wird. Aber jetzt bin ich auch mitten in der Verfolgung. Also jetzt sind wir alle mitten in der Verfolgung. Aber ich finde es gar nicht mal so verkehrt, dass man während einem Rennen auch in der Verfolgung stecken kann. Bei Need for Speed völlig normal, wenn man was mit Cops macht. Wäre vielleicht tagsüber auch sinnvoll, aber... Nö, da scheinbar nicht. Jetzt müssen wir dann nur noch den Cops entkommen. Und es quasi in ein Versteck schaffen. Ach, das Sprintrennen haben wir schon. Okay. Wir brauchen ein Versteck. Oh, da hat er den Strafzettel schon ausgefüllt. Ja. Bin leider entkommen. Tun wir mal die Garage auf und beenden die Nacht. Nix, aber genug REP. 2670 mal 1 mal 2 5340 REP und wir haben REP Level 7. Neue Wagen freigeschaltet. Nissan 360Z. Ein BMW. Und noch ein BMW. Ich glaube, wir müssen mal zu einem Autohändler. Du hast jetzt grünes Licht für neue Teile. Sieh sie dir mal an. Doppelter Turbolader. Stechung. Solange deine Heatstufe nicht allzu hoch ist, kannst du die Cops zu Beginn einer Verfolgungsjagd bestechen. Hast du genug Geld, werden sie es annehmen und dich in Ruhe lassen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Nicht schlecht, Bestechung. Dann tauschen wir mal den Wagen um. Gucken mal, wie viel wir in den reinstecken können, damit der vielleicht besser wird schon. Ich mach dieses Angebot nicht jedem, aber ich habe ein paar nette Motoren auf Lager. Sieh sie dir mal an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Motorwechsel. Braucht dein Wagen mehr Power unter der Haube? Wechsle den Motor. Wähle aus einer Vielzahl von Motoren, um deinen Wagen auf die Höchstleistungsstufen zu bringen. Motor. Wären wir ja jetzt schon bei 152. Und was wäre bei dem anderen Wagen? Würde der auch um 8 besser werden? Nee, da...
Kühlung, bessere Kühlung. Und der hat dann 166. Durch bessere Kühlung kann der Motor mehr Leistung erzeugen. Na dann. Turbolader. Das ist nicht schlecht. 178. Ja, nicht schlecht. Beim Chassis würde er wieder verlieren. Kupplung habe ich immer noch keine frei. Ja, das Einzige, was ich noch verbessern kann an diesem Wagen, ist quasi hier. Mit dem Turbolader. Weil alles andere ist hier noch gesperrt. Dann fahren wir da nochmal nach. Ich glaube, bei dem war das mit dem neuen Motor. Nö, auch nicht wirklich. Der 52. Was? 105? Wenn der einen anderen Turbolader da reinbaut? Okay, wir fahren mal zu dem Autohändler und schauen uns mal die anderen Autos an. Gehen dazu wieder in den Tag. Ansonsten gucken wir mal, was wir tun, ob wir dieses Tuning, dieses Auto tunen oder das andere. 175, das ist schon ein Wort. Mit dem Turbolader für dieses Auto dann. Aber mich würde mal interessieren, was der Mazda hätte. Beziehungsweise was Autohändler, Neuwagen findest du beim Autohändler, wo du sie auch sofort kaufen kannst, sofern du genug Geld hast. Der Autohändler ist von deiner Garage aus gesehen, direkt auf der anderen Seite des Palm City Raceway. Ja, da ist was dran. Du hast offenbar was richtig gemacht. Ist nicht. Wir haben unsere Einladung. Mach dein Wagen so weit wie möglich auf und triff dich dann mit mir. Alles richtig gemacht, ich habe meine Einladung. Aber erstmal geht's zum Autohändler und dann versuchen wir das von Dex noch einmal. Oh, das war nicht so geplant. Die Einfahrt ist ja eigentlich auch hier, glaube ich, ne? Beziehungsweise hier. Oder auch nicht. Naja, egal. Ich bin beim Tuning Shop. Was will ich denn da? Falsch markiert. Noch ein Stückchen weiter. Da vorne ist er, der Autohändler. Erstmal durch den Speedshot fahren. Immerhin reicht's für einen Stern. Und wieder 1500 Dollar. Warum fährst du kein Rennen? Woher? Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Wir gehen erstmal zum Autohändler, deswegen. Nice, aber der ist mir leider zu teuer. Was? 108.000?
Warum so teuer? Ja, der BMW ist ja schon nice, ne? Wir brauchen eindeutig auch ein bisschen Geld, wo wir sparen. Deswegen würde ich sagen, mutze ich erstmal die anderen beiden auf, die ich habe. Ach, der ist eher fürs Driften gedacht. Ist ja auch ein Off... Oh ja, hier gibt es ein Offroad-Auto. Ja, sieht auch nach einem Offroad-Auto aus. Und was kann der... Ein Ferrari. Aber was bedeutet dieses Blau da oben? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Und was ist das? Ein Offroad mit 100. Aha. Hier kommt schon Alfa Romeo. Das ist schon 227 Performance. Von Haus aus. Aston Martin. Jaguar. Ja, diese Autos sehen echt nicht scheiße aus teilweise. Gefallen mir. Autohändler verlassen. Na dann gehen wir wieder mal in die Garage zurück. Oder kann ich am Tag zu der? Wo ist die denn da? Kampagnenmission. Ja, sie wäre da. Nur 100 pro müsste ich dieses auch gewinnen. Ich habe eine 160, aber ich kann es ja noch besser machen, ne? Da haben wir noch wieder ein paar neue Rennen. 1, 2. Grundkurs. Grundkurs. Da gibt es aber gibt's ordentlich Geld. Da mal Rundkursrennen. Da mal ein Rundkursrennen. Da haben wir auch ein Rundkursrennen. Mehr haben wir momentan nicht neu. Dann gehen wir nochmal hier hin. Gehen das Auto wieder bei Lukas tunen. Hat neue Motoren auf Lager, aber ich kann ihn nicht einsetzen wegen EP-Stufe. Geil! Was ist das denn für ein Problem? Garage aufsuchen. Hey, kommst du da draußen zurecht? Mehr oder weniger. Frage ist jetzt, wenn ich den wieder tausche, auf den Mazda. Und ich das Steuergerät einbaue. Und diesen Turbolader, auf was der dann ist. Der ist für Driften eigentlich gedacht, das Fahrzeug. Und der Nissan für Rennen. Nein, ich mach das bei dem jetzt nochmal. Und hier gleich mal einen besseren Turbolader rein. Der wird aber stark. 184 hat er danach Leistung. Als Performance-Bewertung. Nicht schlecht.
Sogar die Reifen können sich auf die Performance Einfluss nehmen. Nicht schlecht. Neue Kupplung reicht nicht für den RAP. Ja, gut. Mehr hat es nicht gereicht. Wir gehen zum Tag und nochmal zu Dex. Und schauen, ob es diesmal was wird. Weil wir wollen ja unser... Ich habe schon da auf Options gedrückt. Dann auf Touchpad, weil wir wollen ja im Prinzip... Ist die jetzt gesperrt? Ach, ist er gar nicht. Das sah nur so aus wegen der Tankstelle. Okay. Fahren wir mal zu Dex. Denn wir wollen unser Fahrwerk mal haben, das auf den besten Rookie wartet. Ich sehe hier übrigens was. Einen Moment, das müssen wir mitnehmen. Dann kann man auch was freischalten, wenn man das ganze Zeugs hier einsammelt. Da ist ein Kopf. Mal um die Ecke gefahren ist, also von daher stürzt mich nicht, aber er ist, glaube ich, wieder aufmerksam geworden. Er ist auf dem Rückweg. Will er mich jetzt doch verfolgen? Wieder 1500 Dollar. 210 km hat es leider nicht gereicht für 2 Sterne. Denken wir, dass man pro Stern 1500 bekommt. Wäre eine Plakatwand. Ich denke mal, die Plakatwände und so, das werde ich mir alles in der Story-Modus um es mal alles machen, so dass man die, weil da kriegt man, glaube ich, auch Trophäe dafür, wenn man ganz Plakat, wenn er zerstört hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. Rettungswurf-Mission gestartet. Diesmal fährt kein Check mit. Ja, schon mal Erster. Jetzt muss man es bloß 3 Runden halten. Aber nicht so! Verflucht! Nicht, wenn man die ganze Barrikade bzw. Streckenbegrenzung mitnimmt, da wird das nix. Versuchst du nicht ziehen zu lassen? Aber ich bin schon wieder ran. Thank you.
Ich hab gerade nicht drauf geachtet, ob er eine 160 hat oder ob der jetzt auch eine 184 hat, so wie ich. Das war ein Strommast. Aber wenigstens kriegen wir jetzt diese eine Kurve, wo die Wand ist. Besser als die Male zuvor. Meter circa Vorsprung vor Decks. Keine Fehler mehr erlaubt. Da wäre fast gewesen der Fehler. Da haben wir gewonnen. Okay, ich bin beeindruckt. Gewinn das nächste Rennen und ihr winkt ein cooles Fahrwerkskit. Och, dein Ernst, noch so ein Rennen gewinnen? Was soll denn die Scheiße? Rettungswurf abgeschlossen. Ja, schön. Aber Leute, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Break. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Gab ja einen kleinen Cliffhanger, Spoiler, dass wir noch einmal ein Rennen fahren müssen. Und dann winkt mir das coole Fahrwerkskit. Ich habe gedacht, man bekommt nach diesem Rennen umsonst die ganze Mühe gemacht. Wir müssen es aufs nächste Rennen warten. Ich mal, vielleicht versuchen wir in der nächsten Folge uns schon an diesem Macht ihr einen Namen bei Anna. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In die Kommentare schreiben, ich glaube, das geht nicht mehr dank dem neuen Gesetz von YouTube. Wegen dem, für Kinder, wie heißt das nochmal? Speziell für Kinder, okay, richtig. Dank dieser Funktion gehen keine Kommentare mehr. Aber lasst gerne ein Like, ein Abo da, falls ihr neu seid auf dem Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Let's Plays. Morgen dann eine neue Folge. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.